Herzlich willkommen, liebe Freunde des StarCraft 2 Esports, hier und heute für euch Bel Air im Namen von In StarCraft. Wir haben ja am Donnerstag wieder unseren schönen Amateur-Brawl gehabt. Cup 2, Qualifier 4 ging an den Start und da haben wir uns nochmal ein schönes Spiel rausgesucht, um das euch zu zeigen. Leider bin ich heute alleine, der Hugo FTV hat keine Zeit. Und damit ihr ein bisschen Material vom Cup zu sehen kriegt und vielleicht auch denkt, hey, das macht eigentlich ganz gut Spaß und da würde ich auch ganz gerne mal mitmachen. Das Ganze richtet sich an Spieler von Bronze bis Gold und wird dann halt live gestreamt von uns. Und da habe ich ein Spiel aus dem Finale für euch. Wir haben links oben starten auf Belshir Vestige in lila Payback. Und auf der anderen Seite ja, in rot der Terraner hier. Ja, das ist der Zankapfel in diesem Finale. Ja, der Apfel als Terraner unterwegs nimmt hier direkt Gas First. Da können wir gespannt sein, was dann für ein Bild rauskommt. Ja, die beiden hatten schon eine Runde. Und Apfel führt 1-0. Sprich, Payback muss sich hier was ausdenken. Das Ganze wurde Best of 5 ausgetragen. Und, oh mein Gott. Das wird richtiger Käse. Also, Cheese incoming hier. Apfel setzt sich hier oben rechts ja, an die potenzielle vierte oder fünfte von Zerg. Einfach mal eine Proxy-Rex. Ja, das sieht man aus, als wollte er hier direkt mit ordentlich Reapern rangehen. Baut aber nur eine Rex. Ich weiß nicht, ob er noch eine zweite bauen basteln möchte. Und das Gute ist, Payback schickt eine richtig, richtig frühe Scout-Drone los. Ihr seht hier, da ist kein Wall-In, da steht keine Rex. Da muss irgendwas Proxy stehen. Und er hat die Hedge first genommen. Oh mein Gott, ja, das wird gleich ein bisschen eklig vielleicht. Ah, ja. Er muss jetzt direkt Pool bauen und anfangen, Queens zu basteln. Mit Ling Only wird das nichts. Und da ist der Asset Reaper schon im Bau. Also Apfel setzt hier so ein bisschen alles auf eine Karte. Vielleicht gleich noch sogar noch einen Booker Rush mit ansetzen, wenn er hier den Worker mitnimmt. Und wir sehen es, Payback hat das gerochen. Ist direkt am Scout mit seiner Drone. Wo stehen diese vermaledeiten Proxy Rex rum? Hat jetzt zwei Drones, die suchen und suchen und suchen. Und da macht sich der Worker auf den Weg. Also Apfel will hier anscheinend richtig, richtig schön Pressure machen. Und Payback wird dadurch ganz schön Probleme haben. Wir sehen es hier, der Pool ist gerade mal halb durch. Es ist auch noch keine Queen im Bauen dadurch. Und das wird nochmal einen kleinen Moment dauern. Uiuiuiui, würde Boxer Fred da jetzt sagen. Und da drängelt sich der Reaper an der Drone vorbei. Und da oben wird auch tatsächlich der Bunker geschraubt. Also Payback jetzt richtig in der schlechten Position. Zieht aber alle Drones einfach dazu. Na, 1-2 wird er hier durchaus verlieren. Der Reaper hat da auch keine Lust mehr. Das ist ihm einfach zu voll. Und das Wichtige ist, er hat hier einfach den Worker rausgenommen. Bunker wird gecancelt. Also das Ganze hier im Keim erstickt. Jetzt muss er sich nur noch mit dem Reaper rumschlagen. Schickt jetzt doch nochmal alle Drones drauf. Aber die erste Queen ist im Bau. Ich denke, da kommt nicht mehr so viel Schaden. Auch wenn Apfel jetzt den zweiten Reaper draußen hat. Da wird, glaube ich, nicht so viel kommen. Also, auf alle Fälle spannendes Opening hier. Reaper hat aber auch schon zwei Drone-Kills, also das darf man auch nicht vergessen. Und die ganze Mining-Time, die Payback gerade hier verloren hat, macht halt schon mal einen Unterschied. Andererseits muss man aber auch... Oh, da kommen jetzt nochmal zwei Reaper. Ja, die regenerieren sich natürlich durch, aber ich denke mal, wenn der Spine hier steht, dann ist das Ganze gegessen. Hier ist auch schon eine Queen. Hier unten poppt die auch gleich aus dem Hatchery raus. Dann war es das. Ja, auch schönes Positioning hier. Einfach nur drauf gewartet, bis die Reaper wieder hochkommen. Und da ist die zweite Queen. Ja, jetzt gegen drei Reaper. Oh, da muss er ein bisschen Micro. Na, die Queen geht immer weiter runter. Hier, finish ihn doch ein doch. Ah, da kommen jetzt die Linge dazu. Ah, Queen geht down. Also Apfel räumt hier doch ordentlich was ab zu Anfang. Nur als Info, schraubt jetzt gerade in seiner Main sein zweites Command Center. Also Payback hier schon massiv in der Bedouille. Ja, und Apfel ist Supply stuck. Aber mal massiv bei 19 Supply. Der würde ganz gerne noch weitere Reaper basteln. Kann er aber nicht, weil er Supply Stack ist. Seine Probe auch noch ein bisschen. Baut jetzt auch direkt zwei. Holt sich seine zweite Rex hinten. Während er hier vorne noch ein bisschen auf der Hedge rumnagelt. Na, da kommen jetzt Speedlinge dazu. Kann damit natürlich nicht so viel machen. Schönes Micro hier bei Payback. Hat ihn doch dann ranlocken können. Direkt der erste Inject. Ja, Apfel kann jetzt auch endlich wieder Units produzieren. Seine Expansion ist durch. Und direkt das Factory Follow-up. Zweite Rack steht hier auch. Das heißt, er kann jetzt endlich mal Units nachbauen. Da bin ich dann natürlich gespannt, was da als nächstes kommt.
Und da geht wieder rauf. Das Bein von oben wird runtergezogen. Das macht Playback sehr schön. Will hier möglichst versuchen, die Reaper draußen zu halten. Er hätte natürlich einfach nochmal übers Cliff gehen können. Jetzt fängt er sich aber hier einen bösen Surround ein. Und ja, das war's. Ja, einer kommt nochmal nach. Junge, du bist zu spät. Die Party ist gelaufen. Will ich vielleicht nochmal ein, zwei Linge abstauben. Aber außer die ein bisschen anhitten, passiert da nicht viel. Playback sind sich jetzt das erste und das zweite Gas. Tja, und wird dann vielleicht wieder sein Leertech starten und Asmuter Play geben. Das hat er nämlich hier in jedem Spiel gemacht. Apfel baut jetzt da oben einen Marine, damit er hier unten hinrennen kann. Ich weiß ja nicht, ob das so viel Sinn ergibt. Sollte er sich vielleicht einfach die Rex hier drüber floaten oder so. Und vor allen Dingen seine Expansion mal an den Start bringen. Schau mal gerade auf die Worker. Apfel bei 26, Payback bei 35. Verdient er natürlich massiv mehr. Bei den Jules vom Terraner halt auch schon ordentlich regeln, aber Payback nimmt halt auch schon sein Gas, Speed für seine Linie gleich durch und da ist auch schon wirklich der Leer halt durch, obwohl er am Ende Quatsch, am Start so hart geharrist wurde. Tja, was denken sich die beiden Spieler jetzt? Was kommt hier als nächstes? Ah, Apfel hat sich für einen Starport entschieden, wird jetzt wahrscheinlich auch noch Helbets produzieren. Und dann geht's los hier, dann hat er jetzt ja ein richtiges Problem. Ja, Helbert drops Defending, dafür muss man schon ordentlich auf Zack sein. Aber wie es scheint, mit Payback hier ein bisschen dafür sorgen, dass der Terraner erstmal... Oh mein Gott, er hat nicht so wirklich viele Units, der Apfel. Kann er vorne mit den Link vielleicht einfach reinrennen? Und zumindest einen Lift forcieren beim Orbital? Da sind die ersten beiden Helbets. Geht er da rein? Da ist nur ein Marine im Bunker. Wird direkt angegangen. Na, jetzt sind die beiden Helbets da. Nee, da würde ich nicht so gerne reingehen. Das hat sich auch Payback gedacht, macht sich wieder von dann und da kommt der Spire. Also wir haben es bis jetzt in jedem Spiel von ihm gesehen, dass der junge Herr hier wirklich Muten spielt. Und zwar mit plus 1, mit plus 2 und selbst gegen Übermacht von Marine schafft er es immer irgendwie da vernünftigen Schaden rauszuholen. Ah, wollte jetzt gerade hier unten expandieren. Das für den Tech natürlich nie so schön gewesen, der Reaper hier wieder einen Kill abgestaubt. Wird es allerdings von den Linken aufgesammelt, ein bisschen gestreichelt. Und dann kann Payback hier endlich expandieren. Ich glaube, wir sehen es, Mules werden gecallt, die Industrie von Apfel geht langsam steil. Er ist sogar im Supply schon vorne, ist nur 6 Worker hinten, hat schon 22 Army Supply. Und wird jetzt höchstwahrscheinlich direkt anfangen, Helbets zu droppen. So wie das hier aussieht, das erste Medivac ist hier schon am Start. Endlich kommt auch die Rex über die Map gekrochen. Ja, könnte sich vielleicht auch mal ein paar Reaktoren an seine Barracks schrauben. Holt sich jetzt auch Stim. Könnte er da durchaus nochmal mit Marine Marauder droppen. Und die dritte schon im Bau. Ja, das ist ein gutes Timing eigentlich. Der Zerg nimmt seine halt auch relativ delayed, dadurch, dass ihm die Mutalisten erstmal wichtiger waren. Da kommen die ersten 9 Stück. Wie schaut es denn hier überhaupt aus? Na, gegen Helbets. Hier sind 2 Spines, zwei Spores, 1 Spine, eine Queen. Und da wird noch ein zweiter gebaut. Und der Drop wird, glaube ich, auch gescoutet durch den Overlord hier drüben. Ja. Eindeutig. Oh, und der bleibt daneben erstmal nochmal ein bisschen stehen. Da sind auch schon ein paar Linge oben. Jetzt boostet er rein. Wie viel kann er hier kicken? Der Spine haut natürlich gut mit drauf. Die ganzen Helbets sind hier schon ein bisschen distracted. 4, 5 Worker hat er da schon gekriegt. Ja, 6, 7. Also, Apfel macht das hier durchaus gut mit dem Micro. Kriegt da nochmal einen Shot raus. 14 Worker hat er da gekickt. Das sah gar nicht so viel aus. Das Payback hier gerade mal tief verloren. Ist jetzt plötzlich auch ein Worker hinten. Also Apfel vergisst hier seine Produktion auf alle Fälle nicht. Und gleichzeitig hat allerdings auch die Mutalisken hier in der Mainbase gehabt. Und jetzt geht das Spielchen andersrum los. Apfel wird gerade gezeigt, hey, ich kann das genauso. Payback hier schon 9 Worker entsorgt. Jetzt kommen allerdings die ganzen Stim-Marines mit hoch und da... fightet man mit Mutalisken nicht so gerne. Oh, und kann er vielleicht sogar nochmal die Turrets delayen. Eins ist hier schon fertig. Ja, eins kann er da abreißen. Und jetzt trollt er ihn noch tatsächlich ein bisschen. Mit den paar Moten. Kann hier vorne nochmal 1, 2 Worker abstauben. Und hat auch hier tatsächlich 16 Worker gekickt. Ja, das war wirklich Payback vom Payback. Also hat er ihm hier schön heimgezahlt. Aber was der Terraner hier gerade veranstaltet hat. Also...
Normalfall muten für Map Control natürlich absolut genial, solange der Terraner nicht einfach wegboostet. Und so, also er hat da wirklich ordentlich Schaden rausgeholt, hat sich wieder zurück ins Game geholt. Also wäre es jetzt einfach bei dem gewesen, dass er 14 Drones verloren hätte, hätte ich prophezeit, dass das Game nicht mal allzu lange ging. Aber so, mein lieber Scholli, aber ihr hört doch nicht auf. Er produziert weiter Muten. Das Plus 1 ist gleich durch. Und hat Apfel ein bisschen was für Defensive getan. Hier werden gerade drei Turrets hochgezogen. Hier oben steht auch noch ein ganzen Marines rum. Also da würde ich nicht empfehlen, reinzugehen. Unten an der Natural. Na, da steht auch nur ein Turret, aber halt auch eine Menge Marines. Aber der Terraner geht nicht raus. Er hat hier oben immer noch sein drittes OC stehen. Und anstatt, dass er das mal irgendwo anders hinflotet, verliert er jetzt hier oben wieder ein Turret. Die ganzen Marines sind gerade abgezogen worden. Und jetzt ist hier unten wieder nur noch eins. Apfel kann hier wieder engagen. Na, schöner Repair hier. Ja gut, jetzt geht Payback hier einfach auf die Depots. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Spiel Gold gegen Silber ist hier richtig viel Feuer drin. Sie sind beide auf demselben Supply Count. Apfel hat ein paar Worker weniger, aber das macht nichts. Sein Problem ist vielmehr, seine dritte steht immer noch hier drüben. Er hat 1000 Overmans, müsste hier mal einfach Reaktoren an seine Racks adden, dann wird er die auch loswerden. Oder zumindest die auch mal an die Gruppe mit einbinden, damit der aus der auch produziert. Aber er hat gerade ganz andere Sachen vor. Er pusht nämlich raus mit einer Menge Helbets. Das sind 11 Stück. Mit 32 Marines noch mit dabei. Ein paar Vedivacs auch mit am Start. Und ich glaube, da kann Payback mit seinen Muten nicht mehr wirklich was machen. Also, den kann er hier weiter stressen. Aber er braucht irgendwie, ja, Baneling Ling, auf alle Fälle nicht ganz verkehrt. Aber kriegt er davon genügend zusammen, bevor Apfel ihn hier richtig ärgert. Aber jetzt die Muten wieder hier am Stressen gegen die Turrets. Oh, da verliert er eine ganze, ganze Menge. Jetzt sind vorne die Banelinge bei Payback reingerollt. Und jetzt sind hier nur noch die beiden Spines. Das hat anscheinend nicht gereicht. Jetzt kommt noch mal Linge dazu. Kann er das Ganze clearen? Ja, ich glaube, das klappt. Marines halt immer noch auf 0-0. Und wie viele Linge hier einfach im roten Bereich sind. Das tut richtig weh. Da kommen noch mal Reinforcements. Aber ich glaube, die werden jetzt einfach aufgesammelt. Eieieiei. Ja, die Mutalisten kriegen auch das Medivac mit 4 Marines. That's it. Die sind raus. Also, beide hier mit einem schönen Play. Ja, Apfel geht so langsam die Möglichkeiten aus. Sein drittes Orbital Command steht immer noch hier drüben. Er hat 55 Worker auf zwei Basen. Müssen wir mal gucken. Hier sind 34. Hier unten sind 18. Da hätte er schon längst die dritte, die vierte spielen müssen. Und wenn er ein Planetary draus macht, das hätte ihn auf alle Fälle mehr gebracht. Vor allen Dingen hätte er dann auch das Gas nehmen können. Ja, okay. Wahrscheinlich auch mit begründet durch den Mutahorless. In diesem Gas hier ist nicht ein Worker am Arbeiten. Das haben wir 1848 Gas und die werden einfach nicht gemeint. Jetzt bewegt sich das Drittel Orbital auch endlich. Während der Zerg hier gemütlich seine vierte nimmt, er ist vorne in Workern, im Army Supply, würde fast sogar sagen, in den Upgrades seine Muten, kriegen gerade das 2-0 Banding Speed auch auf dem Weg. Und der Terraner jetzt mit 1-1 für seine Bioforces und dem Plus 1 für Mac kann er die Mutalisten hier raushalten. Na, ja, er hat jetzt hier oben vier Turrets stehen, einer steht hier noch in der Mineral Line. Und er zieht schon die Worker mit dazu. Hat er das hier gesehen, dass da Mutalisten kommen? Ja, vielleicht. Und sie gehen trotzdem wieder rein. Gegen drei Turrets nicht unbedingt zu empfehlen. Die Worker stehen auch direkt da, um das hier zu reparieren. Mars Repair hier am Start. Da kann er nicht wirklich reingehen. Verliert hier ordentlich. Versucht jetzt am anderen, aber da wird er auch wieder von den Workern geärgert. Ja, kann jetzt zumindest den Turret hier oben rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, einfach Mutalisten gegen Turrets zu tauschen. Gleichzeitig sehen wir den Terraner hier über die Map rennen mit seinen Forces. Will ja auch nochmal in die Main droppen. Boostet gerade bei den Medivacs rein. Aber hier sind zu viele Spines und Spores. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ein Medivac geht da fast komplett vollgeladen down. Jetzt sind hier nur ein paar Helbets und Marines. Ja, der Drop wird auf alle Fälle bestehen. Wie sieht es bei den Muten aus? Ja, die sind immer noch am Turrets knacken. Und da steht auch nur noch eins. Ja, macht sich jetzt lieber doch auf den Weg, weil da ein paar Marines dazu stoßen. Hat der Drop hier oben easy geklärt worden. Also Payback hat ja auch ein bisschen ja, präventiv das sehr gut gemacht. Zwei Spores, zwei Spines, ja, und die Main ist safe.
Zumindest gegen zwei Medivacs. Und jetzt kommt der riesige Counterpush. Ihr seht, was hier alles über die Map rennt. Das sind so verdammt viele Linge. Noch ein paar Banelinge mit dabei. Und der rennt jetzt einfach in die dritte von Apfel. Die halt noch nicht so lange steht. Da bekommt auch gerade noch ein Worker Slide. Die Marines. Oh, jetzt wollen die ganzen Banelinge in die Worker mit dazu. Oh, 48 Worker killed von Payback. Apfel plötzlich nur noch 33 Stück zurück und damit kann er seine Third kaum saturaten. Die ganzen Puffen fliegen hier über die Marines. Das war definitiv auch nicht im Sinne des Erschöpfers. Hier geht noch ein weiterer Down, einfach weil sie ein bisschen blöde gerallied sind. Eieiei, also hier geht Action ab und Apfel ist gerade wieder ein bisschen zurückgekommen. Er hat gerade alle Looten geklärt. Hat 59 Army Supply gegen 11 bei Payback, der muss jetzt erstmal wieder nachproduzieren. Hat allerdings sein Plus 2 gleich fertig. Und den Push hier muss er jetzt halten. Sonst gewinnt Apfel das Ding. Also der Terraner auch mit 1-1. Auf alle Fälle ein gutes. Ja, er ist hinten in den Upgrades. Der Zerg hat gerade sein 2-2 fertig gekriegt. Das heißt, die Banelinge tun mehr weh. Eieieiei. Was kann er daraus machen? Versucht jetzt hier die vierte zu engage. Ich denke mal, die könnte auch abreißen. Die ganzen Army-Units von Payback sind einfach zu weit weg. Der Zerg hier. Ja, einfach zu große Laufwege, der Creep-Spread stimmt halt auch einfach nicht. Kann er das hier noch aufsammeln? Der Terraner läuft weiter, die ganzen Jungs alle overstimmt, das heißt, die Banelinge tun nochmal richtig weh. Und da verliert er alles. Ja, kann er nicht mehr einladen. Beide Medivacs kommen noch weg, aber das war's dann auch schon. Ich schau mal gerade aufs APM bei beiden. 120 gegen 165, also das ist schon wirklich richtig gut für die Ligen in den Spielen. Und da ist schon wieder die nächste Drop. Ja, kann man das wirklich einen Drop nennen? Ich denke mal schon. Apfel ist runter auf 40 Worker, 3 Basen. Und Payback baut wieder 15 Looten, während hier die Hellbats in die Eco-Line bei ihm geschmissen werden. Das erste Medivac geht down, das zweite wird es hier auch gleich ereilen. Da werden Linge mit reingeschmissen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine gesunde Idee ist gegen Hellbats. Da kommen jetzt die ersten Banelinge. Und ja, dann war es das mit der Geschichte. Wir sehen hier unten aber schon wieder, oh, so viele Banelinge! Ja, da will ich eigentlich nicht drüber reden, wie viele Worker da gerade down gegangen sind. Es waren, also jetzt, es waren bestimmt nochmal 12, 13 Stück. Apfel hat noch 31, das waren doch gerade auch schon mal mehr. Wie sieht es im Kern technisch aus? Er meint eigentlich nur noch von dieser Basis, seine Main ist mine out. Payback hat ihn hier richtig hart gestresst, was die Worker angeht. Er hat immer wieder welche verloren, dann seine Engagements, direkt an die Vordertür, vor allen Dingen hier gegen drei Spines. Das hat halt auch nicht alles so funktioniert, vielleicht auch gerade, weil ihm die Upgrades gefehlt haben. Und jetzt muss er eigentlich die ganze Zeit wieder Angst haben, dass ihm der Zerg hier mit den ganzen Mutterlisten einfach in die nächste Base reinfliegt. Payback hat hier, ja, sich jetzt einen schönen Lead aufgebaut, ist bei 130 Supply Apfel geistert noch unter 90 rum, hat jetzt hier richtig hardcore gemult, verdient über 2000 Mineralien und die muss er vor allen Dingen auch alle loswerden. Ah, hier oben steht nur noch ein Turret, hier ist nichts weiter nachgebaut worden, hier hinten steht noch eins. Kann, nee, ich glaube nicht, dass Apfel das noch defenden kann. Hier sein kompletter Tech ist jetzt quasi offen, während er hier mit seiner kleinen Armee versucht, die vierte bzw. fünfte vom Zerg zu kicken. Die ganzen Drones, wir kommen doch mal weg. Die Hedge hier sollte down gehen. Aber die Mutter ist. Oh mein Gott, ja, kickt hier das letzte Turret. Die ganzen Worker hier jetzt ohne Deckung. Da kann er wieder ordentlich welche rausnehmen. 72, 73 Worker overall im ganzen Game rausgenommen. Kann er den Push von Apfel hier vorne nochmal stopfen? Da werden gerade ordentlich Banelinge gemorpht. Sieht vorne immer noch die drei Spines unterwegs. Er sollte vielleicht einfach die dritte engagen. Eine Queen hier auch. Sehr mutig mit nach vorne gegangen und jetzt rollen die ganzen Banelinge einfach rein, die Hellbats schon alle dahin. Das Splitting hier von Apfel, nicht das Beste, lädt den Rest nochmal ein und da kommt das GG. Apfel verliert hier gegen Payback, das war dann am Ende auch der Endstand. Payback hat die nächsten beiden Spiele genauso gewonnen, konnte sich somit 3:1 durchsetzen im Amateur Brawl Cup 2 Qualifier 4, hat damit 30 Punkte abgesahnt, um nachher in die Playoffs zu kommen, ist glaube ich damit auch sogar auf Platz 1 in der Rangliste gekommen mit 80 Punkten. Und wenn ihr Bronze bis Gold spielt und Bock habt mitzumachen, schaut mal unter das Video, da habe ich euch den Link mit reingeknallt, wo ihr euch anmelden könnt. Und wie gesagt, jeden Donnerstag Amateur Brawl. Schaltet ein, hier gibt's die Action. Danke fürs Reinschauen, Leute. Für euch Bel Air bei StarCraft TV. Wir sehen uns.